Der Film beginnt mit der Stimme einer älteren Frau, die die Geschichte eines Mädchens namens Aaliyah erzählt. Aaliyah war mit einem Mann verheiratet, in den sie sehr verliebt war. Aber im Laufe der Zeit begann ihr Mann, sie zu misshandeln, was ihre psychische Gesundheit stark belastete. Das arme Mädchen ist dabei, ihr Leben aufzugeben, als sie mit einer mystischen Kraft aus der Wüste namens Siba, auch bekannt als die Verborgene, ausgestattet wird. Siba ermöglicht es Aaliyah, ihren Mann buchstäblich lebendig zu verbrennen und damit ihr Leiden zu beenden. Ihr Ehemann taucht jedoch Sekunden später wieder auf und wird zu einem treuen, dienenden Gegenstück. Durch diese mystische Energieverschiebung hat der Ehemann keine andere Wahl, als sich Aaliyah unterzuordnen und gräbt für sie eine geheimnisvolle Kiste aus. Vorerst beschließt Aaliyah, die Energie zu nutzen, um hilflose Frauen wie sie selbst zu unterstützen und die Männer zu bestrafen, die dafür verantwortlich sind. Die Szene wechselt zu einigen Jahrzehnten später ins moderne Saudi-Arabien, wo wir einen Mann namens Tarek kennenlernen, der in der IT-Abteilung eines Immobilienunternehmens arbeitet. Als Tarek eines Abends nach Hause kommt, sieht er, dass seine Frau und seine Tochter nicht anwesend sind und macht sich Sorgen um sie. Als er jedoch die Treppe hinaufgeht, ist Tarek erleichtert, dass sie zusammen Spiele spielen. Als seine Tochter fragt, warum er so spät ist, antwortet er, dass diejenigen, die in der IT arbeiten, bis zum Schluss bleiben müssen. Dann fragt sie ihre Mutter, was IT ist, und als Tarek versucht zu antworten, ignoriert das Mädchen ihn. Sie behauptet, dass ihre Mutter die Beste ist und sie alle Antworten der Welt wisse. Als er das von seinem Kind hört, ist Tarek traurig, weil er sich inkompetent fühlt und keine Verknüpfung zu seiner Tochter hat. Danach klettert er auf die Terrasse, um einen Blick in das Schlafzimmer ihres Nachbarn zu werfen. Es stellt sich heraus, dass auch seine Beziehung zu seiner Frau angespannt ist, weshalb er oft andere glückliche Paare beobachtet und ihre Ehe beneidet. Am nächsten Morgen, bei der Arbeit, bemerkt Tarek eine attraktive Praktikantin namens Salma, die sofort sein Interesse weckt. Den ganzen Tag über beobachtet er sie genau und wartet auf den idealen Moment, um sich ihr zu nähern. Später bleibt Tarek im Büro, obwohl seine Arbeit schon fertig ist. Anstatt früh nach Hause zu gehen, hört er Podcasts von Lebensberatern, die ihr Publikum dazu inspirieren, dass Männer die Welt führen und Maßnahmen ergreifen sollten. In der nächsten Szene sammelt Tarek schließlich das Selbstvertrauen, sich Salma zu nähern und raucht mit ihr eine Zigarette. Er hat bemerkt, wie sich ihr Vorgesetzter Abu Muad ihr gegenüber unangemessen verhält und versucht sie zu warnen, indem er behauptet, Abu Muad sei ein krankes Raubtier. Salma hingegen macht sich darüber keine Gedanken und behauptet, sie könne alleine damit umgehen. Tarek versucht, das Gespräch mit ihr fortzusetzen, aber Salma ignoriert einfach seine Bedenken und geht. Am nächsten Tag erfährt Tarek von Abu, dass Salma von ihrer Position zurückgetreten ist. Davon überrascht eilt er in ihr Büro und entdeckt auf ihrem Schreibtisch eine merkwürdige Kiste, die für Abu bestimmt ist. Tarek, der unbedingt mehr über Salma und diese geheimnisvoll aussehende Kiste erfahren möchte, nimmt sie mit zu sich ins Büro. Dort versteckt er sie vor seinen Kollegen und öffnet sie, sobald er die Möglichkeit hat. Im Inneren entdeckt er ein Tablet, das, als er es einschaltet, ein Video abspielt. Das Video ist eine Einladung an Abu Muad, an einen ungewöhnlichen Ort zu reisen, um dort eine Partnerin zu finden, die ihn schätzen wird. Das Paar werde innerhalb von 24 Stunden nach dem Treffen heiraten und die Identität der Teilnehmer würde geheim gehalten werden. In der nächsten Szene beschließt Tarek, seine Familie zu verlassen und in ein Flugzeug zu steigen, das an einen exotischen Ort fliegt. Schließlich landet er in einem eleganten Hotel mitten in der Wüste. Der Rezeptionist, der einen toten Gesichtsausdruck hat, informiert Tarek über die Einschränkungen, die während seines gesamten Aufenthalts eingehalten werden müssen. Er muss die ihm zur Verfügung gestellte Kleidung tragen, darf sein Zimmer nach Abschluss der Zeremonie nicht verlassen und soll auf seinem Telefon im Zimmer die 0 wählen, wenn er Hilfe benötigt. Danach wird Tarek in sein Zimmer gebracht, wo er für eine Weile schläft. Später nach dem Aufwachen verlässt er den Raum und geht in die Wüste. Umgeben von riesigen Felshügeln versucht er, seine Familie zu kontaktieren, um zu überprüfen, dass es ihnen gut geht, aber sein Telefon hat keinen Empfang. Kurz darauf kommt ein anderer Hotelangestellter, um ihm Wechselkleidung zu bringen und bittet Tarek, einen Schleier zu tragen, um seine Vertraulichkeit zu wahren. Einige Zeit später klopft es erneut an der Tür und als Tarek antwortet, sieht er einen gruseligen Mann, der vor Jahren Aaliyahs Ehemann war und jetzt ihr Diener ist. Der Mann führt Tarek durch einen Kerker und in einen Raum, in dem wir Aaliyah sitzen sehen. Aaliyah ist hier als die sogenannte Matchmakerin bekannt. Sie informiert Tarek, dass an diesem Ort eine gemeinschaftliche Atmosphäre herrscht und daher jeder Gast aufgefordert wird, an den Hochzeitszeremonien der anderen teilzunehmen. Sie versichert Tarek, dass er seinen Wunsch bald erhalten wird und dass er ihnen nur vertrauen muss. Aaliyah schenkt ihm dann einen roten Steinring, der eine Kopie von Sibas verstecktem Ring ist. Als Tarek fragt, ob er seine Braut sehen kann, weist Aaliyah ihn an, geduldig zu bleiben und fordert ihn auf, vorerst in sein Zimmer zurückzukehren. Später in seinem Zimmer erhält Tarek einen Brief, in dem er zu einer Hochzeitszeremonie eingeladen wird. An diesem Abend nimmt er an einer Hochzeit teil, bei der zahlreiche Männer, deren Gesichter in schwarzen Schals versteckt sind, Instrumente spielen und viele weitere weiß gekleidete Männer einschließlich ihm auf Sofas warten. Dies sind die anderen Besucher, die ebenfalls gekommen sind, um die Frauen ihrer Träume zu heiraten. Tarek setzt sich und schaut sich um, während ein anderer Gast an seinen Tisch kommt und sich hinsetzt.
Sie beginnen zu reden und der Mann erzählt Tarek aufgeregt, dass dies eine ganz andere Welt ist und dass sie den Männern, die hierher gekommen sind, ihre Traumfrauen anbieten. Als Tarek fragt, woher das alles weiß, gibt der Mann zu, dass bereits mehrere seiner Freunde den Ort schon einmal besucht haben, aber keiner von ihnen jemals nach Hause zurückgekehrt ist. In diesem Moment kommt der Bräutigam mit seiner Braut, die auf einem Kamel reitet, in den Raum und alles scheint in Ordnung zu sein. Eine Weile später stehen Elia und eine Gruppe von Frauen auf einem Berggipfel und schauen durch Ferngläser. Dann werden sie Zeuge von etwas, als sie in der Ferne einen Mann schreien hören. Unter den Frauen ist auch Salma, für die Tarek an diesen Ort gereist ist. In der Zwischenzeit hört Tarek dem Mann beim Schreien zu und ruft die Rezeption an, aber das Telefon funktioniert gar nicht. Seine Balkontür ist ebenfalls verschlossen, also muss er nach draußen gehen. Aber als er die Haupttür zu seinem Zimmer öffnet, bemerkt Tarek, dass ein paar Leute hereinkommen, darunter die frisch verheiratete Frau, ihr Bräutigam und ein paar andere Männer in roten Gewändern. Später trifft Tarek einen alten Mann, der sich als Salmas Vater vorstellt. Er behauptet, er suche seit 2 Tagen nach Salma und hofft, dass Tarek ihm helfen kann, seine Tochter zu finden. Er warnt ihn, niemandem zu vertrauen und erklärt ihm, wie er gehen soll, damit er Salma findet. Tarek folgt dem Rat des alten Mannes und schleicht sich nach draußen. Nachdem er eine Weile gelaufen ist, kommt er zu einem Brunnen, wo er ein kleines Mädchen trifft. Fast sofort erkundigt sich das Mädchen, ob Tarek nach Salma sucht und Tarek bestätigt dies. Dann bittet sie ihn, ein Glas Wasser aus dem Brunnen für sie zu füllen und er tut, wie geheißen. Als Tarek ihr dann das volle Glas anbietet, taucht sie einen Finger hinein, verwandelt das Wasser in Blut und geht. Nun beschließt Tarek, dem kleinen Mädchen zu folgen und findet ein älteres Ehepaar, das immer wieder dieselbe Zeile über Elia sagt. Dann erwacht er plötzlich und atmet erleichtert auf, als er sich in seinem eigenen Bett in der Stadt wiederfindet. Er schleicht sich zum glücklichen Paar von nebenan, aber dieses Mal drehen sich die beiden um und sehen ihn direkt an. Tareks Albtraum geht zu Ende, als er verschwitzt im Hotel erwacht. Hinzu kommt, dass sich der Ring, der ihm ausgehändigt wurde, nicht mehr von seinem Ringfinger löst und dieser langsam zerfällt. Am nächsten Morgen, als Tarek erwacht, kehrt er zu dem Gast zurück, mit dem er am Vorabend gesprochen hatte. Dieser informiert Tarek, dass er auch einen Albtraum hatte. Er hörte auch die seltsamen Geräusche, die Tarek letzte Nacht erlebt hatte und beging den gleichen Fehler, den Raum zu verlassen. Tarek besteht darauf, dass sie heute gehen, sonst riskieren sie, dort gefangen zu sein, aber der Mann behauptet, dass heute seine Hochzeitsnacht sei. Tarek überzeugt ihn, dass Mona, die Frau, die ihm versprochen wurde, möglicherweise gar nicht existiert und dass sie sofort fliehen müssen. Als der Mann erkennt, dass Tareks Argument wahr ist, stimmt er zu, ihn in einer Stunde in der Lobby zu treffen. Eine Weile später sammelt Tarek sein Gepäck und wartet auf den Mann, aber er taucht nicht auf. Also geht Tarek, um nach ihm zu sehen, und hört Gelächter aus seinem Zimmer. Der Mann stellt Tarek Mona vor und erklärt, dass die Hotelleitung ihnen erlaubt hat, sie zu treffen und dass er heute heiraten wird. Er ist jetzt bereit, all die seltsamen Ereignisse beiseite zu legen und seine perfekte Partnerin zu heiraten. Tarek hingegen spürt, dass etwas nicht stimmt und beschließt, alleine zu gehen. Als er ins Auto steigt, das ihn zum Flughafen bringen soll, ist er erleichtert, aber da gibt ihm der Fahrer einen Stromschlag und bringt ihn zurück in sein Hotelzimmer. Tarek erwacht und findet sich auf der Hochzeitsnacht seines Freundes wieder. Der Bräutigam ist überglücklich über die Aussicht, sein neues Leben mit der Frau seiner Träume zu beginnen. In der Zwischenzeit versucht Tarek verzweifelt, aus diesem Höllenloch herauszukommen. Es gelingt ihm, sich im Wald zu verstecken und während die Musiker damit beschäftigt sind, ihre Trucks zu laden, um weiterzufahren, sieht er seine Gelegenheit und greift einen der Musiker an. Er stiehlt ihm seine Kleidung und reiht sich dann in der Menge ein. Bald kommen sie an einem Strand an, wo Tarek Zeuge wird, wie sich sein Freund seiner Ehefrau nähert, die mit einer Kiste in der Hand auf ihn wartet. Aber zur Überraschung des Mannes nähern sich ihm 2 Männer und foltern ihn zu Tode. Während Tarek dies mit einem Ausdruck des Entsetzens beobachtet, erscheint der verbrannte Mann wieder in der Szene und stellt sich mit einem kalten Gesichtsausdruck neben die Braut. Und bevor er sich versieht, wird Tarek von dem alten Mann, der zuvor behauptet hatte, Salmas Vater zu sein, bewusstlos geschlagen. In der nächsten Szene erwacht Tarek und findet sich in einem Stuhl sitzend gegenüber von Elia. Sie ist enttäuscht von seinen Handlungen und fragt ihn, was er sich eigentlich wünscht. Tarek behauptet, wegen Salma an diesem Ort zu sein, aber Elia erklärt, er habe alles ruiniert. Augenblicke später verlässt Elia den Ort und Salma betritt den Raum. Sie verpasst Tarek eine Ohrfeige, fragt, warum er hier ist und will seine Absichten wissen. Tarek ist aufgeregt, verflucht sie und behauptet, sie habe sein Leben ruiniert. Schließlich verrät Salma, dass sie die Einladung für Abu Muad hinterlassen hat, aufgrund seiner missbräuchlichen Art bei der Arbeit. Tarek hätte nie hierher kommen sollen. Danach liegt Tarek in seinem Bett und kann sich nicht bewegen, während Salma sich mit Elia unterhält. Elia teilt ihre Besorgnis über Salmas jüngstes Verhalten und erkundigt sich, was mit ihr nicht stimmt. Salma erklärt, sie sei nicht immer damit einverstanden, wie die Dinge im Resort gehandhabt werden. Sie sei der Meinung, dass diese Männer nicht als seelenlose Sklaven behandelt werden sollten und dass ihnen die Chance gegeben werden sollte, sich zum Besseren zu verändern. Salma ist eine Anhängerin von Elia, seit diese ihr im Umgang mit ihrem gewalttätigen Partner geholfen hat, aber sie glaubt nicht mehr an ihre Methoden. Salma informiert Elia, dass Siba ihr eine andere Antwort gegeben hat und sie erkennt, dass dies der einzige Weg für sie ist, das Glück zu finden, das sie sucht.
Im Anschluss daran spricht Salma einen Zauberspruch und brennt damit das Ressort nieder, beginnend mit Elias Büro. Dann entfernt sie auch den Ring von Tareks Finger, während dieser nach wie vor hilflos im Bett liegt. In einem Voice-Over bittet Salma Elia, ihr wegen ihrer Handlungen nicht böse zu sein. Sie dankt Elia für ihre Hilfe und drückt ihren Glauben daran aus, dass sie Elias Lehren auf besondere Weise weiterführen kann. Danach sehen wir alle Männer, die im Hotel gefangen waren, in die Ferne wandern, während Salma von einem Hügel aus zusieht. Der Film endet, wie Tarek nach Hause in die Stadt zurückkehrt. Er ist jetzt verändert und hat beschlossen, seiner Frau und Tochter ein besserer Ehemann und Vater zu sein. Das war's mit diesem Video. Schreibt eure Gedanken zu diesem Film gerne in die Kommentare. Und vergesst das Liken und Abonnieren nicht, das hilft uns ganz besonders. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.